Hallo Manuel, hier in diesem Video spreche ich mal ein wenig über Trainingsplanung, Trainingsstrategien für Radsportler, für Läufer. Vielleicht kennst du das ja, du hast dir irgendwelche Trainingspläne besorgt oder dir eventuell auch Trainingspläne schreiben lassen von einem Coach. Die haben aber nicht so wirklich funktioniert oder gegriffen für dich. Du konntest nicht wirklich erkennbare oder messbare Fortschritte erzielen. Und ja, da bist du nicht allein. Es geht ganz vielen Athleten die sich irgendwelche Trainingspläne holen, aber nicht wirklich Ergebnisse damit erzielen. Und dafür gibt es Gründe. Darüber will ich heute sprechen, was so Ursachen und Gründe sind, warum die meisten Trainingspläne einfach nicht funktionieren. Und einer der Hauptgründe, warum Trainingspläne bei vielen Athleten nicht greifen, ist, weil du mehr oder weniger in einem Durchschnitt zugeordnet ist. Also man holt sich irgendwelche allgemein gehaltene Empfehlungen, zum Beispiel aus Erkenntnissen, die man gemacht hat, aus einer kleinen Anzahl Athletengruppe, wo man weiß, dass irgendeine Trainingsform, eine Methodik oder Periodisierung gut funktioniert hat, und man wälzt das dann aus auf die breite Masse. Das Ding ist aber eben hier, wie gesagt, du bist mehr oder weniger einem Durchschnitt zugeordnet und das Ganze ist nicht sehr spezifisch und individuell auf dich zugeschnitten. Wenn wir das mal so grafisch darstellen wollen, sieht das so aus, dass wir, wenn wir da eine Häufigkeitsverteilung zeichnen, wo man irgendwo weiß, dass die häufigsten oder die meiste Anzahl der Athleten, die reagiert besonders gut auf diese Methodik hier. So, und das Ding ist halt, wenn du nicht genau auf diesem Punkt bist, dann wirst du nicht den gleichen Erfolg haben wie diese Athletengruppen hier. Also wenn wir das mal in Bereiche teilen wollen, dann schaut das so aus, dass, lass uns mal drei Teile daraus machen. 50% liegen hier irgendwo sehr nahe an diesem Punkt. Dann gibt es 25%, die liegen außerhalb dieser Linie, und nochmal 25% hier. So, das Ding ist halt, wenn du irgendwo hier in diesem Bereich liegst, dann kannst du dich noch so lange auf den Trainingsplan stützen, der gemacht ist für den Athleten hier. Du wirst nicht wirklich einen Fortschritt erzielen können oder im schlimmsten Fall gar keinen Fortschritt. Selbst wenn du hier in diesem Bereich hier liegst, du bist zwar sehr nahe, gut möglich, dass das Training greift für dich. Das Problem ist nur, wenn du da irgendwo hier liegst oder hier liegst, also leicht neben diesem Punkt, wo die größte Anzahl der Athleten darauf reagiert und dich darauf stützt, dann verschenkst du auch hier am Potenzial, weil Trainings einfach nicht spezifisch auf dich, auf deine Physiologie zugeschnitten sind. Also Reize werden nicht präzise gesetzt. So. Das ist mal ein ganz wichtiger Grund, warum viele Trainingspläne und Trainingsstrategien nicht funktionieren, weil sie einfach allgemein gehalten sind und eigentlich gar nicht so richtig für dich gemacht ist. So, was kannst du jetzt machen, damit auch wenn du, jetzt angenommen, du bist halt nicht genau hier, sondern bist hier oder eventuell hier und willst trotzdem Fortschritt erzielen. Ja, das geht auch so. Man muss einfach Training anwenden, was eben individuell für dich zugeschnitten ist. Und hier kann man ein diagnostisches Verfahren anwenden. Mit diesem diagnostischen Verfahren erhält man einen 360-Grad Einblick in deine Physiologie. Man kann verschiedene leistungsbestimmende Parameter ermitteln und anhand dessen auch erkennen, wo du Entwicklungspotenzial hast, wo individuell bei dir das größte Entwicklungspotenzial ist, und das dann auch als Grundlage dafür nutzen, um Trainingsinterventionen, Strategien festzulegen, die eben auf deine einzigartige Physiologie zugeschnitten sind und nicht einfach der breiten Masse untergeordnet. So, das ist mal der
ja, ein Grund. Es gibt aber noch ein anderer wichtiger Grund, darüber sprechen die wenigsten, ist aber ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn es um Trainingsplanung geht, allgemein in deinem athletischen Prozess, ist etwas ganz wichtig, und das ist der Faktor Mensch. Der Faktor Mensch plus seine Bedürfnisse und die individuellen Rahmenbedingungen. Ich kürze jetzt das mal ab, individuelle Rahmenbedingungen. RB steht für die Rahmenbedingungen. So. Was ist damit gemeint? Du als Mensch spielst im Prozess der Trainingsplanung, also du wirst ja den Plan dann absolvieren, eine sehr zentrale Rolle. Und zwar, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du fühlst dich nicht gut in einem Training oder eine bestimmte Trainingsform, da reagierst du nicht gut drauf, du fühlst dich schlecht, dann kannst du noch so lange dieses Training machen. Es fühlt sich einfach nicht gut an für dich, und das ist auch ein Gefühl, was man ernst nehmen muss und damit auch den Trainingsplan und die gesamte Strategie überarbeiten und anpassen, weil nur weil man irgendwo Erkenntnisse gesammelt hat, dass diese Form gut funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass du damit klarkommst. Und hier ist auch immer ganz wichtig zu sehen, okay, was funktioniert für dich als Individuum und wie reagierst du auf etwas. Des Weiteren ist es auch so, dass jeder Athlet hat Bedürfnisse. Vielleicht bist du ein Athlet, der auch mal einfach eine freie Fahrt braucht auf dem Rad oder einen freien Lauf, wo es gar nicht darum geht, irgendwelche strukturierten Trainings zu absolvieren. Das ist auch vollkommen legitim und hat auch Platz in der Trainingsplanung und macht auch die Planung nicht kaputt, weil wenn es dazu kommt, dass du, weil du keine Freiheiten mehr hast, keine freien Aktivitäten mehr machen kannst, deine Motivation sinkt, du keine Lust mehr hast auf Training, dann kannst du den besten Plan haben und er funktioniert nicht. Also deine Bedürfnisse müssen in die Planung, in die Strategie mit integriert werden. Des Weiteren kommen individuelle Rahmenbedingungen dazu. Damit meine ich, wenn du jetzt dir einen Plan geholt hast und in diesem Plan sind zum Beispiel irgendwie 20 Minuten Bergintervalle drin, du hast aber keinen 20-minütigen Berg in der Region, wo du wohnst, dann kannst du diese 20-minütigen Bergintervalle nicht planen. Und das ist eine Tatsache. Viele Athleten haben Workouts in einem Plan stehen, die sehr, sehr schwer umsetzbar sind. Und das liegt nicht an dir, das liegt eventuell an nicht veränderbaren Rahmenbedingungen. Und das ist auch, die Liste geht noch weiter, das ist ein Beispiel mit diesen Bergintervallen, aber ein Trainingsplan muss umsetzbar sein, und damit er umsetzbar ist, müssen deine individuellen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Genau. Ganz wichtige Faktoren, die leider nicht immer berücksichtigt werden. Und wenn du jetzt all das richtig machen möchtest, wenn du einen Plan haben möchtest und einen Coach an der Seite, der auf deine Bedürfnisse eingeht, der deine individuellen Rahmenbedingungen berücksichtigt, der auch in der Lage ist, ein diagnostisches Verfahren anzusetzen, wo man wirklich auch sieht, was für dich funktioniert, dann melde dich bitte auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Geh auf unsere Webseite www.coachme.fit. Du kannst dich bewerben auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir können deine Situation persönlich im Detail anschauen und prüfen, ob da eine Zusammenarbeit auch Sinn macht, ob wir dir wirklich auch helfen können. Und mich würde sehr freuen, wenn du dich da mal meldest.